Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Kollege, darf ich Ihnen einen Hinweis geben? Wenn Sie einen Teil der Redezeit mit dem Kollegen, der gerade reingekommen ist, teilen möchten, dann bestünde diese Möglichkeit theoretisch. Das müssen Sie entscheiden. Ja, bitte schön. Wenn die Uhr läuft, sehen wir es ja. Ich glaube auch, praktisch sehr verehrte Kollegen der FDP, Herr Rasche, aber auch Herr Fuschen, dies ist wirklich ein untauglicher Versuch, im Prinzip erneut Keile in die Koalition und in die regierungstragenden Fraktionen reinzubringen, bei einem Thema und einem Verhältnis, das durchaus weniger belastet ist, wie Sie es erhoffen. Ich glaube, die gute Zusammenarbeit, die wir im Prinzip auch mit dem Minister haben, haben wir ja gestern selber an dem Beispiel erlebt, zeigt es im Prinzip ja auch in unserem 60. Geburtstagsgeschenk an Herrn Groschek mit dem Bagger. Und es ist eine völlige Fehlinterpretation, dass wir Grünen im Prinzip gegen Bauen und gegen Bagger wären. Das hätten Sie gerne, das wollten Sie auch gerne so haben, aber das ist nicht der Fall so. Ich kann mich natürlich dann auch erinnern, dass wir natürlich immer Infrastrukturausbauten fordern. Infrastrukturausbau im Radwegenetz, Infrastrukturausbau letztendlich auch bei Schienenstrecken, wo wir absolut der Meinung sind, dass es absolut notwendig ist, dort etwas zu tun. Es ist ebenfalls auch notwendig, das Straßennetz zu erhalten. Der Grundsatz Erhalt für Neubau ist, glaube ich, auch in dieser Koalition so manifestiert worden, wie es bisher nie war. Und deshalb sind wir auch der Meinung im Prinzip, dass das Ganze tatsächlich auch als freiwilliger Zusammenschluss unter Umständen nicht gegen irgendjemand gerichtet ist, sondern sich nur der Problemstellung widmet. Und diese Problemstellung ist nun mal in diesem Land absolut vorhanden. Und deshalb vielen Dank. Und ich würde dann praktisch meine Redezeit mit 3,5 Minuten auch an meinen Kollegen gerne weitergeben.